kann hier keine großen Reden schwingen, habe ich auch nicht vor und auch nicht vorbereitet. Allerdings ist mir ein Filmzitat immer noch im Sinn von einem Spielfilm, der jetzt mittlerweile 15 Jahre alt ist. Die meisten werden es wohl kennen. Hat zwar nicht unbedingt was mit unserer Friedenssache zu tun, aber vom Gefühl her denke ich, kommt das doch schon ganz gut auf den einen oder anderen von uns an. Also ich lege da mal los. Eine ganze Generation zapft Benzin, räumt Tische ab und schuftet als Schreibtischsklaven. Durch die Werbung sind wir heiß auf Klamotten und Autos, machen dann Jobs, die wir hassen und kaufen die Scheiße, die wir nicht brauchen. So sieht's aus. Wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte, Leute. Männer ohne Zweck, ohne Ziel. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser Krieg ist ein spiritueller. Unsere große Depression ist unser Leben. Wir wurden durch das Fernsehen mit dem Glauben auferzogen, dass wir alle mal Millionäre werden, Filmgötter, Rockstars. Werden wir aber nicht. Und das wird uns langsam klar. Und wir sind kurz, ganz kurz vorm Ausrasten. So, ich dachte, das Zitat passt hier ganz gut auf die Veranstaltung. Dann möchte ich noch was, danke, zur aktuellen Lage hier. Ich meine, jeder Erwachsene dürfte eigentlich sowas vor ein paar Wochen im Briefkasten gefunden haben. Und tja, da geht's, ja, das ist so ein Werbeeinwurf schreiben, richtig. Da wirbt die Landeshauptstadt Saarbrücken doch tatsächlich für eine sogenannte, wie heißt das? Wahl. Europawahl. So, ich weiß ja nicht, wer von euch da hin will oder einen Sinn darin sieht, irgendwo ein Kreuz zu machen. Ich empfehle, wenn ihr schon hingehen müsst, macht überall Kreuz oder gar keins oder gibt das Ding leer ab oder keine Ahnung. Aber das könnt ihr euch auch sparen, Europawahl. Also ich spare mir das auf jeden Fall. Und da möchte ich, wenn ich schon mal hier bin, symbolisch. Yeah! Hier mal ein kleines Zeichen setzen. Das halte ich von der Europawahl. Vielen Dank. Da kann ich mich auch noch an ein Zitat erinnern, Stefan. Ja, gerne. Also, der Herr Vorredner hat ja seine Freude mit der Wahleinladung gehabt. Das ist auch aus vielen Gründen sehr gut verständlich. Meine Meinung ist aber immer noch, dass es trotzdem ein demokratisches Recht ist, das ein Geschenk ist und das wir wahrnehmen sollten. Dass die politischen Parteien höchst unvollkommen sind und ihre Vertreter, das ist uns auch allen klar. Nur meine Konsequenz ist daraus nicht, dann eben kein Kreuzchen zu setzen, sondern zuzüglich zu dem Kreuzchen noch ein bisschen mehr zu machen. Nämlich zum Beispiel der Partei, die man gewählt hat, ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Oder sich anderweitig zu engagieren, wie wir hier heute Abend oder an vielen anderen NGOs, die es bei uns in Deutschland gibt. Das ist meine Meinung. Aber Meinungen sind darum gesagt zu werden, glaube ich. Ja, falls noch jemand was sagen möchte, Mikro ist offen, gerne herkommen, kein Problem. Ihr dürft. Ha ha ha!